Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute dreht sich alles rund ums Thema Zungenreiniger, was das ist, wie man ihn verwendet und ob er überhaupt Sinn macht. Also bleibt dran! Um euch zu zeigen, wie man einen Zungenreiniger benutzt, habe ich wieder mal Oskar zu Hilfe genommen. Oskar hat sich für Silvester als Frau verkleidet. Er war eigentlich der Ansicht, dass ich die Perücke tragen soll, aber ich fand dann doch, dass sie ihm besser steht als mir. Oder? Was meint ihr? Um euch zu zeigen, wie man den Zungenreiniger benutzt, fürchte ich, muss ich Oskar wieder mal den Kiefer aushaken, weil anders hält er so lange seinen Mund nicht auf. Ihr kennt das ja bestimmt selbst vom Zahnarzt, dass es ganz schön anstrengend ist, so lange den Mund aufzuhalten. Ich versuche das jetzt mal eben, ihm den Kiefer auszurenken. So. Oskar hat ja leider keine Zunge mehr, aber ich glaube, ihr wisst alle, wo die Zunge liegt, oder? Ich habe hier einen Zungenreiniger von Meridol, ist aber eigentlich völlig egal, welchen ihr benutzt. Das Prinzip ist immer das gleiche. Der von Meridol hat hier oben so ein paar Noppen und darunter dann diese Schaber. Und das ist so gedacht, dass sie erst mit den Noppen oben die Zunge ein bisschen putzt und dann wirklich mit dem Schaber von hinten nach vorne zieht, um so eben die Zunge vom Belag zu befreien. Wozu das Ganze überhaupt? Man hat sich gedacht, die Zunge ist ja sehr rau und an der Zunge bleiben sehr viele Essensreste und auch abgestorbene Zellen hängen. Und man nimmt an, dass 60 bis 80% aller Mikroorganismen der Mundhöhle sich auf der Zunge befinden. Und darum hat man sich gedacht, macht es Sinn, die Zunge zu reinigen und hat diesen Zungenreiniger entwickelt. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass ein Zungenreiniger Karies oder Parodontitis vorbeugt und die Entstehung verhindert. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Es gibt lediglich so ein paar Tendenzen, dass man sieht, dass ein positiver Effekt zu sehen ist, wenn man einen Zungenreiniger verwendet. Aber so richtig fundiert ist das Ganze leider nicht. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er zumindest nicht schaden kann. Hey, das ist doch schon mal. Also, wann würde ich überhaupt einen Zungenreiniger empfehlen? Und um ehrlich zu sein, erstmal überhaupt nicht. Das A und O ist, dass ihr ansonsten eine vernünftige Mundhygiene habt. Ihr müsst das Feld von hinten aufrollen. Das Wichtigste ist, dass ihr euch vernünftig die Zähne putzt mit der richtigen Zahnbürste, die für euch am geeignetsten ist, für die entsprechende Zahnbürste die richtige Putztechnik verwendet und außerdem auf jeden Fall die Zahnzwischenräume pflegt. Also entweder Zahnseide benutzt oder Interdentalbürsten. Das ist das aller Wichtigste. Dann kann man natürlich über Zahnpasta auch noch ein bisschen was erreichen. Das ist aber nicht ganz so wichtig wie das Zähneputzen und Zahnseide oder Interdentalbürsten an sich. Und das muss erstmal stehen. Das ist die Grundbasis von allem. Bevor das nicht vernünftig funktioniert, muss man über einen Zungenreiniger überhaupt nicht reden. Der Zungenreiniger ist nur extra on top, also für die Übermotivierten, die dann immer noch Lust haben, die Mundhygiene noch weiter zu verbessern, dann kann man einen Zungenreiniger benutzen. Und mir fallen da nur wenige Fälle ein, wo es dann Sinn macht, diesen Mehraufwand zu betreiben. Das ist zum Beispiel, wenn ihr häufiger an Mundgeruch leidet. Und auch da ist es wichtig, erstmal die andere Mundhygiene, sprich Zähneputzen und Zahnzwischenraumpflege, zu optimieren und zu perfektionieren. Und wenn ihr dann trotzdem noch an Mundgeruch leidet, dann muss man eben gucken, woher kommt das, die Ursache finden. Die Ursache kann auch mal im Magen liegen, aber in 80% der Fälle liegt die Ursache tatsächlich im Mund. Und dann kann man es mal ausprobieren, einen Zungenreiniger zu benutzen und selbst gucken und beobachten, ob man einen positiven Effekt damit feststellt, weil natürlich die ganzen Mikroorganismen von der Zunge, ja, ich will nicht sagen beseitigt, weil das schafft man nie, aber doch reduziert werden. Mundgeruch ist so eine Sache, wo man auf jeden Fall mal probieren kann, ob ein Zungenreiniger einen positiven Effekt bringt. Die andere Sache ist, wenn man an einer mittleren bis starken Parodontitis leidet
und sie durch normale Mundhygiene immer noch nicht so ganz in den Griff bekommen hat, auch dann kann man mal probieren, zusätzlichen Zungenreiniger zu verwenden. Ansonsten auch unter Umständen, wenn man sehr, sehr oft Karies hat. Aber auch da ist das Wichtigste wirklich erstmal, dass man sich richtig die Zähne putzt und die Zahnzwischenraumpflege bitte benutzt. Also Zahnseide oder Interdentalbürsten. Und ich kann es nicht oft genug sagen, weil die meisten das so sehr unterschätzen. Aber es gehört zur Mundhygiene dazu. Und es wird leider total unterbewertet. Aber die beiden Sachen, die Zähne zu putzen mit der Zahnbürste und die Zahnzwischenraumpflege, sind das A und O. Und wenn man das optimiert hat und sich trotzdem noch mehr Gutes tun möchte, auch dann kann man eben mal so einen Zungenreiniger benutzen. Man darf jetzt aber nicht davon ausgehen, wenn man ansonsten eine schlechte Mundhygiene hat, also sich nicht ordentlich die Zähne putzt und Zahnseide auch schlusig ist oder nur alle paar Tage mal verwendet, aber den Zungenreiniger dafür benutzt, weil einem das vielleicht Spaß bringt oder keine Ahnung, man motivierte es, so einen zu benutzen, muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass man keine Karies mehr bekommt. Überhaupt ist die Vorstellung so ein bisschen zwiespältig, die Bakterien aus der Mundhöhle rauszuschaben, weil überlegt euch mal bitte, wie viele Bakterien sind in der Mundhöhle. Man kann lediglich, genauso wie beim Zähneputzen auch, sie etwas reduzieren und vor allem, was das Wichtigste ist, die durcheinanderbringen, weil die bauen sich ja Netzwerke auf im Mund, bestimmte Strukturen und die muss man immer wieder zerstören, damit sie nicht aktiv sein können, die Bakterien, und nicht agieren können. Darum bin ich so ein bisschen skeptisch dem Zungenreiniger gegenüber. Ich persönlich verwende keinen und ich komme wunderbar zurecht und benötige einfach keinen. Wie gesagt, wenn ihr perfekt die Zähne putzt und jeden Tag ausnahmslos Zahnseide oder Interdentalbürstchen benutzt und trotzdem noch motiviert seid, mehr für eure Mundhygiene zu tun oder eben die eben genannten Fälle auf euch zutreffen, dann macht es durchaus Sinn, mal so einen Zungenreiniger zu probieren und zu gucken und selbst an sich zu beobachten, ob ein positiver Effekt da ist. Und wenn nicht, dann kann man das Ganze einfach wieder sein lassen. Also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und kommentiert doch mal, wie ihr das Video fandet und ob ihr einen Zungenreiniger verwendet oder mit dem Gedanken gespielt habt, einen zu benutzen. Ich habe nämlich häufig von euch die Frage bekommen, was ich davon halte und ob ich das empfehlen würde. Ich denke, die Antwort ist jetzt klar und ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Und wenn ja, würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mein nächstes Video anschaut. Also, wir sehen uns dann wieder. Kommt gut ins neue Jahr, einen guten Rutsch euch allen und 2018 geht's weiter. Also, bis dann. Ciao!